Hallo und herzlich willkommen wieder bei Mafia 2. Wir haben im letzten Part Derek abgeknallt und haben ein bisschen Geld gesammelt, um die Schulden an Bruno zurückzuzahlen. Und jetzt geben wir das Geld ab. Fahren wir nämlich erstmal zu Joe. Und Joe ist nämlich ganz weit unten irgendwo. Boah, Alter, was? Hä? Ach, sind die Bahngleise. Wo gucke ich denn? Dahin. Okay. Das ist noch nicht so weit, wie ich dachte. Ja. Kommt auf einmal den Bahngleisen folgt, ne? Ja, aber es sind ja auch Striche. Ne? Die sind schwarz und nicht rot, aber das ist egal. Der Tempomat ist echt eine gute Bremse, muss ich hier mal sagen, ne? Das ist echt praktisch. Wenn irgendwie 100 Klamotten oder so drauf war und dann machst du einmal diese Zack und dann bremst der Arm automatisch runter. Sowas hätte ich auch gerne im richtigen Leben. Kann man sich einbauen, ich weiß. Aber schweineteuer. Deswegen, ich hätte gerne Tempomat fürs Zocken, dass ich nicht so viel zocke. Du drückst Tempomat. Oh, du musst aufhören. Okay. Oh, pass auf. Notbremse. Ist echt praktisch, das Ding. Was ich echt schade finde, dass hier der Blinker nicht angeht, wie das bei Mafia 1 war. Das war so cool. Wenn du um eine Kurve gefahren bist, ist automatisch der Blinker angesprungen. Das fand ich so genial. Weil, ja, das einfach cool war. War einfach nur cool, weil es eben drin war. Und ja. So, jetzt sind wir bei Joe. Wir sind da. So parkt man ein. So, ab zu Joe. Bin mal gespannt. Jetzt kommt bestimmt wieder eine Sequenz wahrscheinlich, wo ich wieder Probleme haben werde mit YouTube und dann irgendwie den Sound rausmixen muss und das dann entweder arschleise ist oder man gar nichts versteht. Oder der komplette Ton dann weg ist in der Zwischensequenz. Also nicht wundern, wenn jetzt eine kommt, heißt es. Joe war nicht zu Hause. Erst dachte ich, er würde sich nur verspäten. Also ging ich noch was essen. Zwei Stunden später war Joe immer noch nicht da. Es wurde langsam dunkel und ich fing an, mir Sorgen zu machen. Ich beschloss, ihn zu suchen. Das hier hört, Joe ist weg. 6 Stunden später. Vielleicht ist Joe bei Eddie im Falcon. Finde heraus, ob Eddie weiß, wo Joe ist. Achso, der ist ja für mich da. Ja, wir wissen nicht, was los ist mit Joe. Also, das ist sehr ungewöhnlich, dass Joe nicht da ist. Was ist los? Wo ist unser lieber Joe? Also zu Eddie. Ja. Zu Eddie. Ach, ich folge schon wieder den Bahngleisen. Glaubst du? Ach, da ist das. Okay. Ich habe irgendwie Angst, dass der irgendwie. Da muss was passiert sein. Irgendwas muss da passiert sein. Aber was? Was ist da passiert? Was ist mit Joe? Oder feiert er eine fette Party und wir sind nicht eingeladen? Oder? Echt kein Plan, was los ist. Ich bin ja mal gespannt. Ja, vielleicht weiß ja Eddie was. Wir wollen es hoffen. Sonst ist es echt. Jetzt machen wir uns noch Sorgen hier. Ja, gut, wir machen uns schon Sorgen.
Deswegen fahren wir jetzt hier zu Eddie. Ein Stück zurücksetzen. So. Mal gucken. Eier. Vito, gut, dass du hier bist. Du hast gehört, was passiert ist? Nein, was ist los? Henry ist tot. Was? Die scheiß Chinesen haben ihn am helllichten Tag in Stücke gehackt. Wieso? Und du bist also völlig ahnungslos. Henry wollte mich an einem Geschäft beteiligen, aber ich wollte nicht. Was ist passiert? Nun, Henry ist, naja, war dumm. Er machte Drogengeschäfte mit den Tonks. Er wusste, dass das nicht okay ist und wurde erwischt. Carlo gab ihm einen kleinen Denkzettel und sagte, damit wär's erledigt. Aber die Schlitzaugen haben Henry gelinkt und ihm mitten im Park die Lichter ausgeblasen. Scheiße. Man sollte keine Geschäfte mit Reisfressern machen. Das ist noch nicht alles. Das war kein Alleingang von Henry. Gestern haben irgendwelche Typen einen Haufen Schlitzaugen in Chinatown massakriert. Die denken jetzt, wir oder Vinci stecken dahinter. Vinci wird bereits von ihnen bedroht. Wenn das nicht schleunigst geklärt wird, stecken wir voll in der Scheiße. Bist du sicher, dass du nichts darüber weißt? Überhaupt nichts, ich schwör's dir. Ja? Was ist mit Joe? Wir waren die letzten Tage dauernd zusammen. Dann habt ihr ja Glück. Carlo ist gerade nicht in der Stadt, aber wenn er zurückkommt, wird's wohl unangenehm. Kein Wunder. Ich hoffe, du verarschst mich nicht, Vito. Ich versuch's mal bei Giuseppe. Der kriegt so einiges mit. Genau, Giuseppe. Das habt ihr gehört. Also, könnte zu Problemen führen. Wenn der das rauskriegt. Wo ist Giuseppe? Der ist da. Na gut, es ist ja jetzt nicht allzu weit. Aber, wo ist Joe, Alter? Wo ist Joey? Also Joey. Also Joe. Autsch. Ja, hoffentlich kriegen die das nicht raus, Alter. Wenn der das rauskriegt, dass wir dabei waren. Oh, oh, oh. Aber dann haben wir ein Problem. Ich glaube, dann haben wir ein Problem. Aber... naja, mal sehen. Vielleicht weiß Giuseppe ja irgendwas. Wir wollen es hoffen. Weil... ja, ohne Joe ist das Spiel auch doof, ne? Der gehört ja irgendwie dazu. So. Wo ist denn hier der Eingang? Der war hier, ne? Hier hinten im Hinterhof. Ach, hier. So. Hey, Giuseppe. Ich suche Joe Barbaro. War er hier? Hallo, Vito. Ja, Joe war vorhin da. Also, ich suche ihn schon den ganzen Tag. Wo ist er hin? Hat er nicht gesagt, aber das konnte er auch nicht wissen. Wie bitte? Naja, er war auf der Suche nach Arbeit, aber bevor wir unser Gespräch beenden konnten, haben ihn ein paar Männer mitgenommen. Was? Wer? Vincis Männer. Sie haben gesagt, Mr. Vinci will mit ihm reden. Wo sind die hingefahren? Weiß er nicht. Vielleicht in ihre Bar, das Mona Lisa. Scheiße! Stimmte was er nicht? Naja... sagen wir mal so, wir stehen momentan nicht gerade auf bestem Fuß mit Mr. Vinci. Ja, Joe sah nicht glücklich aus. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Ich muss rausfinden, was da los ist. Hoffentlich nichts Schlimmes. Viel Glück, Vito. Das klingt aber ja nicht gut. Das klingt gar nicht gut. Was ist da los? Was ist da los? Wir wissen es nicht. Aber wir wollen es rausfinden. Was macht denn der hier? So. Gute sehen Sie aus. Hi. Bum, bum, bum.
Zack, zack. Bam! Geil, ne? Das kann nur ich. So, wo ist unser Auto eigentlich? Ah, hier. So. Jetzt zu der Bar. Die ist da. Die Bar ist da. Okay. Ich war's nicht. Lass ihn die Bullenbahn jetzt da hingucken. Oh, da liegt ein Toter. Naja, was heißt tot? Ich hab den ja nur bewusstlos geschlagen eigentlich. Ne? Also, tot wird er wohl nicht sein. Nach den paar Schlägen. Er wird halt nur aussehen wie ein Ausschlagbeutel. Aber egal, wir finden jetzt, hoffe ich. Mal sehen, wo der Joe steckt und was da los ist. Ich weiß es gerade nicht, was da Phase ist. Also irgendwas mit Vinci. Und das ist nicht gut. Mit Vinci stehen wir ja nicht gerade gut. Da stehen wir eher auf Kriegsfuß. Und deswegen, das könnte gefährlich werden. Na dann, mal sehen. Keine Bewegung, wenn du am Leben bleiben willst. Tag, Leute. Unglaublich, der Kerl traut sich was. Hocherfreut. Flossen schön ruhig halten. Hey, tu, was der freundliche Barmann sagt und lass den Scheiß, Vito. Also, dann leg erstmal schön langsam deine Knarren auf den Boden. Und keine Fisimatenten. Der gute Barmann hat den nervösesten Zeigefinger weit und breit. Bin unbewaffnet. Okay, und was führt dich hierher, Vito? Wir hatten dich gar nicht erwartet. Ich suche Joe Barbaro. Eure Leute sollen ihn mitgenommen haben. Schon möglich. Was soll der Blödsinn? Joe und ich haben euch nichts getan. Mr. Vinci ist da wohl anderer Meinung. Und deshalb hat er die ein oder andere Frage. Und Joe beantwortet sie ihm gerade. Und wo du schon mal da bist, kannst du ihm Gesellschaft leisten. Und wenn ich nicht scharf drauf bin? Dann muss ich eben nachhelfen. Außerdem, die Aussicht da oben ist toll. Okay. Das ist aber nicht so toll. Das ist eher scheiße. Scheiße! Was geht hier vor, Joe? Ja, Joe, hängst du so rum? Sind nur kurz, ich auch. Toll. Aber kannst du mir erklären, was die Scheiße hier soll? Vinci, der alte Furz, kapiert nicht, was vor seiner Nase abläuft. Und meint, ich könnte es ihm erklären. Idiot. Ah, das glückliche Paar traut vereint. Willkommen, Vito. Was ist hier los? Warum tun sie uns das an? Warum? Warum? Erst die Kacke mit Leo. Dann bricht in der Stadt die verdammte Hölle los. Die Schlitzaugen laufen Amok. Alle fallen wie die Irren übereinander her. Und jetzt kündigen diese gelben Ärsche an, mich umzubringen. Es geht runter und drüber, verflucht. Ich bin zu alt für diesen Mist. Also erzählt ihr mir jetzt, was für eine Scheiße hier abgeht. Na los, ich bin ganz Ohr. Mr. Vinci, ich weiß es beim besten Willen nicht. Glauben Sie mir. Joe und ich haben nichts damit zu tun. Genau das wollte ich nicht hören. Tja, das ist Ihr Problem. Denn wir sind wirklich völlig ahnungslos. Was für ein Jammer. Autsch. Na endlich. Jetzt aber schnell. Wir müssen was unternehmen. Gut. Vielleicht gibt das Rohr nach. Komm, hilf mir, allein schaffe ich's nicht. Okay. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Nochmal. Eins, zwei, drei. Dreckiges Asch! Komm her, Wichser! Okay. Was heißt es? Ruhig sein. Ruhig sein und leise ausschalten.
Tschüss. So. Eine Knarre haben wir schon mal. Das ist der nächste. Ja, wenn, dann hauen wir sie alle um, ne? Oh. Der hat sich verabschiedet nach unten. Der andere, der steht da. Hoffentlich dreht er sich nicht um. Ui. So, mein Freund. Müssen hier raus. Aber wie? Wie kommen wir jetzt hier raus? Das ist eine gute Frage. Hier ist eine Treppe. Okay. Was machen wir mit dem Wichser? Der Boss weiß, was er von ihm erfahren wollte. Was? Was zum Teufel? Wer ist das? In der Nein! Barbara Hunter! Fuck! Hey, da drüben! Das kann ja lustig werden. Zack! Scheiß drauf. Ich bin weg. Zack. Lass mich leben. Bitte. Okay, meine lieben Freunde. Wer will zuerst? Ich glaub du. Da ist keiner. Guck, guck. Ja. So, die nächsten. Nimm das, du Arschloch. Hast du mich Arschloch genannt? Boah, den hab ich voll erwischt. Okay. Zack. Was? Alter. Mich verarschen hier. Ja, komm schon raus. Leg ihn um, los! Zack, zack! Hm. So! Da ist eine kleine Lücke. Der kommt nicht rein. Der will nicht. Nein. Zack. Boah, Alter. Hier verarschen. Okay, hier lang. Du zuerst, ich gebe dir Deckung. Na klasse. Sehe sehr wenig. Das ist ja. Wo zum Teufel bist du hin? Alter. Wie geht die Muni aus? Ich hab ne Magnum. Das ist gut. So. Fuck. Moment, Leute. Ich muss mir erstmal wieder.
Alter! Die Bullen kommen. Scheiße. Immer noch irgendwas mit... Ah. So. Zack, zack, zack. Ich bleib bei der Magnum. Ist auch niemand. Wie gefällt dir das? Ich geb dir weg. Na los! So. Runter! Muss ich alles selber machen. Fuck. Vito, komm her. Hier sollte es rausgehen. Oh, fuck. Bleib doch in Deckung. Natürlich geht er nicht in Deckung. Natürlich lässt er sich abknallen. War doch logisch, ne? Mach ich ja auch. Sollte man denn in Deckung gehen, wenn man da in Deckung gehen könnte? Nein, ich lass mich lieber abknallen. Ist ja jetzt logisch. Wo sind jetzt meine Waffen hin? Weg. Das heißt, ich muss die hier erstmal einsammeln. Wo zum Teufel bist? So. Ja, die ist jetzt irgendwie hier runtergeplumpst. So. Zack. Das war der, wo ich eben so Probleme hatte. Ja, die haben alle andere Waffen, dass du erstmal ein paar Waffen hast. Ist nicht schlecht gemacht, also muss man ja sagen. So, Magnum. Das ist auch keiner. Ja, auch nicht. Nächste. Wie gefällt dir das? Ach, Mann. Scheiße, wo bist du? Da ist er doch. Wo ist er hin? Leck mich. Ich würde ja gerne. Darf aber hier nicht. Sollte es rausgehen. Da drüben. Geh doch in Deckung, Alter. Alter, was? Komm raus. Alles in los, Alter. Mann! War doch einer, oder nicht? Knall ihn ab! Zack! Okay. Los, ich blase dir dein Hirn raus! Bums! Oh, er hat eine Schrotflinte, glaube ich jetzt nicht. Zack! Moment. Mann. Zack. Was? Boah, ernsthaft. Da ist er. Schieß. Komm schon. Wow. Ja? Zack. Wow! Ich muss das wieder heilen hier. Zack. Zack. So. Geh in Deckung. Nein! Oh, ist das fies.
fange wieder hier an. Oh nee, da mache ich jetzt eine Aufnahmepause, Leute, sonst ist das für euch zu lang. Und bis morgen. Tschüss.